Willkommen zur nächsten Aufgabe in Product Asset Traders Nummer 9. Nummer 9. Es ist immer noch der gleiche Abend bei mir. Das heißt, nach diesem Video werde ich Feierabend machen. Ich habe mir das gerade mal durchgelesen. Wie sagt schön Harry Ford, wer nicht wirbt, stirbt. Vote 10-mal für Product Asset Traders. Hol dir einen Schmuggler und 5000 Euro für deine Firmenkasse als Belohnung. Wer heute schon vorbildlich seine Stimme abgegeben hat, dem werden maximal die fünf mit Schottentaler belohnt angereicht. Allerdings wäre das allein zu einfach. Die meisten Punkte erhält deshalb der, welche seine 10 Votes genau eine Sekunde vor Ablauf der Zeit tätigt. Jetzt ist es so, ihr habt heute schon regulär gewotet. Habe ich auch schon, muss ich zugeben. Ihr klickt Voten und dann klickt ihr einfach hier oben auf ein Spiel. Dann öffnet sich das und schon könnt ihr es auch wieder schließen. Das ist nämlich einmal voten. Ich habe heute schon 5-mal gewotet. Habt ihr heute schon 5-mal gewotet, werden euch diese 5 Votes von heute auf jeden Fall schon zugerechnet. Ihr habt dafür auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, voten könnt ihr immer. Immer. Egal. Wenn ihr habt jetzt noch, ich bin mir nicht sicher, ob ihr für diese auf... Ne, halt. Ihr habt dafür 2 Tage Zeit. Also theoretisch, heute 5-mal voten wird euch zugerechnet und morgen 5-mal voten wird euch auch zugerechnet. Jetzt ist so, heute habt ihr gewotet, die werden euch hier schon zugerechnet. Hier steht auch immer 5 von 10-mal gewotet. Oder so ähnlich steht da. Jetzt ist der Tag rum. Morgen kommt ihr wieder ins Spiel und ihr seht, oh, ich habe noch 10 Stunden. Seht aber, ich kann in der am kurz, es steht ja auch dabei, diese Managerpunkte, umso, wenn ihr 5 ihr kriegt, wenn ihr 10 Stunden vorher votet, kriegt ihr weniger Punkte, als wenn ihr eine Stunde vorher votet. Das heißt, guckt wirklich, kann ich um kurz, wenn das jetzt, kann ich um 10 Minuten vorher kann ich da noch ins Spiel kommen und voten. Wenn das klappt, alles supi, wartet noch die Zeit ab, bringt euch auf jeden Fall mehr Punkte. Geht das nicht, dann votet bitte sofort oder startet die Aufgabe irgendwann nochmal am Wochenende, wo ihr Zeit habt. Habt ihr das erfolgreich abgeschlossen, 10-mal gewotet, ihr könnt doch einfach sagen, votet heute Morgen, scheiß auf diese Managerpunkte. Ja, ich habe auch jetzt nicht allzu viele, gebe ich mal so zu. Auf jeden Fall habt ihr das gemacht, Haken daran und ihr kriegt einen Schmuggler und 5000 Euro. Die 5000 Euro werden euch regulär auf das Konto zugewiesen. Der Schmuggler taucht wieder hier unten auf. Was macht man mit einem Schmuggler? Ganz einfach. Büro, Transport. Sucht euch irgendeinen davon aus. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier das mal hier oben. Schmuggler deaktivieren. Wofür ist der Schmuggler da? Ihr aktiviert den Schmuggler. Wenn ihr den Schmuggler anhabt, müsst ihr keinen Zoll bezahlen. Ihr bezahlt täglich Zoll, soweit ich das weiß. Ich kann kurz selbst mal gucken. Kann sein, dass ich in dem Video nachher alles ein bisschen schwärze. Schmuggler. Gut, hier steht aktuell nichts davon drin. Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr diesen Schmuggler aktiviert habt, bezahlt ihr dafür keinen Zoll oder bezahlt auf jeden Fall irgendwas nicht. Das wird auf jeden Fall billiger. Das heißt, wenn ihr den drin habt, gut. Wenn ihr das soweit gemacht habt, der funktioniert, der bleibt doch immer drin. Kann sein, dass ihr irgendwann, wenn ihr mal Lust habt, oh, das Fahrzeug ist zu klein, das verkaufe ich jetzt. Nimmt den Schmuggler raus, verkauft das Fahrzeug, setzt es beim Fahrzeug an, das ihr öfters braucht. Ja, damit wäre die Aufgabe auch schon wieder geschafft. Die ging sogar relativ kurz. Wenn ihr das soweit gemacht habt, als Schmuggler und so weiter fort, dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Aufgabe wieder. Die werde ich morgen aufnehmen, das heißt, das dauert wieder etwas, bis ihr die Aufnahme, bis ihr das Video seht. Die Videos, habe ich jetzt vergessen zu sagen, werden alle in einer Liste auftauchen, irgendwann, wahrscheinlich sofort, wenn ich die hochlade. Das heißt, ihr könnt euch die immer rein, die werden
alle einzeln getittet, die heißen Production Traders. Ich kann euch den Ordner auch mal kurz zeigen. Ach ne, kann ich euch nicht, darf ich euch nicht, da sind noch andere Videos drin. Die heißen Production Traders und dann heißen die zum Beispiel Aufgabe 1, Aufgabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, wie viel es davon hier gibt. Könnt ihr euch einzeln angucken. Kann sein, da die Aufgaben jetzt länger werden, die nächste schon etwas umfassender, dass die Videos vielleicht auch mal gesplittet werden. Dann steht Aufgabe 1, Teil 1 von 2, Teil 1 von 3. Kommt drauf an, wie die Teile dann halt aussehen. Das sehen wir aber später wieder. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Wünsche euch noch viel Spaß bei Fragen. Unten in die Kommentare in-game mir schreiben. Wenn ihr den Namen und so weiter steht, da oben ja alles. Oder in den Chat. Einfach Antworten sind immer gegeben. Unten in die Kommentare. Dauert natürlich etwas länger, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, da ich nicht sofort antworte. Wünsche euch deswegen noch einen angenehmen Abend und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Ciao.